Moin liebe Trickster und willkommen zu diesem neuen Video. Ein kleines Zusatzvideo hier heute am Samstag. Ihr habt mich bombardiert mit Videos, auf die ich unbedingt reagieren sollte. Und eins davon war das hier. Must-See Magician Takumi Takahashi. Sleek Sleight of Hand. Asia's Got Talent 2019. Ja, die neue Staffel Asia's Got Talent läuft aktuell. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin nicht ganz in the game. Und dort ist Takumi Takahashi aufgetreten. Und ich kenne den Guten vor allem als Schüler von Leonard Green mit seinem großen Projekt A Study on Leonard Green, wo er ja die ganzen Leonard Green Basics, Snap, Deal, Top Shot und völlig verrückte Sachen erklärt. Es ist mir also bekannt, wie pervers heftig seine Sleight of Hand ist. Ich habe dieses Video noch nicht gesehen, ich bin ultra gespannt. Diejenigen von euch, die mir das empfohlen haben, vielen, vielen, vielen Dank. Diejenigen meinten, alter Matti, du musst das sehen, das ist überheftig. Bin gespannt, ob die mir jetzt zu viel versprochen haben oder ob das der Wahrheit entspricht. Wir legen direkt los, Freunde. So, da ist er. Hi. Dressed very sharp today. Thank you. This is mafia style. Mafia style, okay. Mafia. Ah, yeah. Ooh. Have you ever killed anybody? I'd rather not tell. Oh. Warum moderieren die das denn so cringe? My name is Takumi Takahashi. I'm assuming you're from Japan. Yes. What's your talent? I'm going to perform sleight of hand magic. Hey. Ooh. Let's get it. Thank you. So, Freunde, und jetzt macht euch gefasst, das wird pervers, Alter. Big hand. Very good, very good. I heard you like magic. I do. Yes. I'm going to demonstrate how gamblers cheat in card games. Warum haben die denn jetzt den Shuffle rausgeschnitten? Der ist doch so elementar. Hier liegt schon eine Karte auf dem Tisch und... Hä? Klar, die müssen das fürs Fernsehen zuschneiden. Vielleicht war da irgendwas, was in allen Kamerawinkeln geflasht war und deshalb haben sie es rausgeschnitten im Nachhinein. Aber das ist ein bisschen seltsam. Er nimmt die Karten hier raus und zack. Hä? Das ist ja übelst random. Also das gefällt mir jetzt schon überhaupt nicht. Ganz ungelungen von der Produktion her. Jetzt nicht von ihm als Magier. Da kann er ja nichts für. Ganz schlecht gelungen von Asia's Got Talent. Straight. How gamblers cheat in card games. So, for example, I'm going to show you the skill to switch the card. So, could you please tell me to stop anytime you like? Stop. Perfect. And look at this card. I can look too. That's two of hearts. Two of hearts. Two of hearts. Okay. So, I put this card in the deck. It's somewhere in the deck, right? Habt ihr das gesehen, Freunde? Ihr habt alle so geheult, als ich euch das erklärt habe. Matti, das sieht so kacke aus. Kein Mensch kann das performen. Und er macht es bei Asia's Got Talent. Natürlich sehr, sehr, sehr viel talentierter und sehr, sehr, sehr viel besser, als ich mir das jemals erträumen könnte. Nichtsdestotrotz, seht ihr das? Ihr habt so geheult und er macht einfach genau diesen. Schaut. Okay. So, I put this card in the deck. It's somewhere in the deck, right? Now, what I'm going to do is to switch this card. Very quickly. So three of space is on the top. When I deal the card in the table, changes to wow. Two. And look, three wow. Comes out from the beautiful. Middle, right? Ey, also, ich habe das ganze Projekt komplett durchgesuchtet. Ich übe seit Ewigkeiten an meinem Snapdeal und ich kann ihn einfach nicht. Es ist nicht mein Ding und deshalb mache ich es nicht. Ich habe es irgendwann aufgegeben, ehrlich gesagt, weil ich einfach festgestellt habe, okay, das ist nicht meins und es ist in Ordnung. Abgeschlossen damit, es ist okay, ich lebe damit, ich mache andere Magie. Aber nichtsdestotrotz, spulen wir einmal kurz zurück. Ik möchte, dass ihr euch das einfach einmal anseht. Die Pik 3 liegt ja auf dem Tisch. So, es ist klar, was bis hierhin passiert ist, aber jetzt schaut. Die liegt ja oben drauf, die Pik 3. Very quickly. So. Na, die ist oben drauf. Three of und in dem Moment. Space is on the top. Jetzt ist sie an zweiter Stelle. Digga, WTF? In dieser Position. Wie so clean ist das bitte? Space is on the top. Ultra clean. Viel zu clean einfach. Ich komme auf mein Leben nicht klar, wie sauber dieser Typ. Alter, sorry, ich muss das nochmal gucken. Können wir einmal kurz appreciaten? Ah, herrlich. Herrlich. Aber. Ah, ich habe mich wieder ablenken lassen von der 2. Mann! Oh, beautiful. That's really good. Now I'm going to demonstrate how. To false count. Three or two, which one would you like to use? Two. Two, perfect. So
So let's say if I have only one card, and I want to make it look like I have many cards. So look, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and look. Wow! I have one card, right? And 10 card, right? Wow! Was man alles mit dem Snap-Team machen kann. So viele sprechen mich darauf an, Matti. Kannst du es mal erklären? Nein, definitiv nicht. Aber die sagen vor allem, kannst du den Laser-Deal erklären? Laser-Deal, das ist eine Routine, die ihr mit dem Snap-Deal machen könnt. Snap-Deal heißt der Move, Laser-Deal heißt die ganze Routine. Das hier, das ist krass. Also so mutig, wie er den hier macht, habe ich das auch noch nicht gesehen. Leonard Green macht das ja auf völlig verrückte Art und Weise. Schaut euch unbedingt mein Video von ihm an. Weiß nicht, vielleicht kann ich da mal in einem Twitch-Stream drauf reagieren. Das ist einfach viel zu intensiv und viel zu lang, als dass ich das in einem YouTube-Video machen könnte. Oder soll ich das noch machen? Soll ich eine kleine Videoreihe zu Leonard Green machen? Ihn ein bisschen vorstellen, ein bisschen was zu ihm erzählen und ein bisschen was von ihm zeigen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Nichtsdestotrotz, so mutig den Snap-Deal hier, das ist, wow, das ist krank. I'm like right here. Thank you so much. Now I have diese Gesichter. 4, 5, 6, 7, 8 cards. I would like you to tell me any number you like between 1 to 8. 6. Okay, what's gonna happen is I'm going to deal the card from the top, one by one. At the 6, your card will appear. My 2 of hearts? Yes, yes. Would you like to change your mind? Classic. And Gun says no. No, okay. I'm going to count, okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And look, what? This is 2 of hearts, right? And look. Wow. Yes, Freunde. Yes, falls ihr das noch nie gesehen habt, das, liebe Freunde, ist der Snap-Deal. Für alle, die sowas noch nicht gesehen haben in ihrem Leben. Und tut mir einen Gefallen, ich kenne euch, ihr rennt jetzt los, ihr guckt, wo kann man den lernen, ihr kauft euch die Leonard Green Studies und ihr legt los und ihr denkt euch, boah, ist das cool, ich mache ein Video davon auf Instagram. Bitte macht das nicht. Bitte ladet erst eure Performances hoch, wenn sie genau auf diesem Level aussehen, okay? Wenn sie so dermaßen sauber sind. Ladet keine hässlichen Snap-Deals hoch, bitte. Damit macht ihr so viel Schaden. Richtet diesen Schaden bitte nicht an. Hört da bitte auf mich. Ladet eure Snap-Deals erst hoch, wenn sie komplett clean sind. Was ist mit meiner Stimme los? Ich bin gerade verwirrt davon, warum flüstere ich jetzt? Wir spulen noch mal ein paar Sekunden zurück für den Kontext. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and look, what? This is 2 of hearts, right? And look. Wow. Now look. When I flip the card, the rest come out, right? And now look. 2 of hearts, right? If I put it, I can take out again. Wow. And of course there's no 2 of hearts in the deck, right? Of course there's not. Wie die abgehen, Alter. Ja, aber das ist krass. Mit dem ganzen Leonard Green Krams ist noch keiner bei solchen Talentshows gewesen. Warum eigentlich nicht? Keiner traut sich das, weil es so dermaßen erstens winkelempfindlich ist und zweitens so dermaßen krass ist, dieser Effekt einfach. Boah, ich krieg Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie das war, als ich das erste Mal damals gesehen habe und ich kannte die Methode noch nicht. Boah, das ist so ein bisschen das Traurige daran, also für alle, die dieses Video zum ersten Mal sehen, also die zum ersten Mal mich sehen. Hi, ich bin Matti, ich bin selbst Zauberer. Das ist so ein bisschen das Leid, dass wir Zauberer haben. Wir wissen, wie die Sachen gehen und wir vermissen so dieses Gefühl bei solchen krassen Sachen. Ich wünschte, ich könnte es aus der Sicht deines Zuschauers sehen. Wenn es wiederum neue Dinge gibt, wie beispielsweise in dem Video da oben, wo ich auf den aktuellen Close-Up Magic Weltmeister Eric Chen reagiert habe, das war völlig neu für mich, da habe ich völlig am Rad gedreht. Ja, und da habe ich wieder dieses schöne Gefühl gehabt. Ich wünschte, ich könnte das bei dem ganzen Leonard Green Kram nochmal haben. Das ist einfach, oh, es ist so wunderschön. Now, I'm going to show you the world quickest way to find these four cards. Okay? Now, I put the cards one by one into the deck. And I'm counting how many cards I put. Ey, wie sauber er das macht. So, viel zu sauber für die Welt. Nein, das ist viel zu clean. All the time. Boah. So if I leave four cards in my hand, now look. Did you see it? I saw it. I already found it. Yeah. Because I have 1, 2, 3, and lastly, all the 2 cards. And of course, there are no 2 in the deck. Wichtiger Schritt, keine Duplikate, alles 100% clean. Alter, dieser Transfer war ja mal übersauber. Also den Control habe ich schon oft gesehen. Ich habe ihn oft hässlich gesehen. Das hier. Boah.
So, jetzt einmal der goldene Buzzer, bitte. Er macht Auge. Er macht Auge. Sie nicht. Sie hat total Bock. Und er hat hier so diesen Anime-Effekt, dass wenn jemand so cool ist, dass dann die Brille so spiegelt und man ihn nicht sieht. So. And I can only imagine how many hours you have spent in front of a mirror yep. to get to be that good. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah, that was impressive to see from here. And you're really fast with the fingers and everything. And then you're such a gentle mafia, so, you know. It appears that your skills are as good as you look. Ah, thank you. Yes. Thank you. Should we vote? Yeah. Absolutely. It's pretty easy for me. It's a yes. It's also easy for me. It's a yes! And what do you think I'm going to say? Yes! Yes! Super. Ich freue mich. Ich bin gespannt auf seine nächste Runde, wirklich. Yeah. I mean, It was magic. Oh, schöner Satz nochmal. That was magic. Ja, Mann. You blew our minds. That's like world-class stuff right there. Yeah. We will follow your career with great interest. Das Einzige, was ich mich jetzt natürlich frage, so zum Abschluss, ist, was macht er in den nächsten Runden? Ich meine, Takumi Takahashi ist halt so der krankeste Leonard Green-Schüler überhaupt. Es gibt noch viel, aber ich weiß nicht, ob nur mit dem reinen Leonard Green-Stuff, ob er damit jetzt noch Recall, Viertelfinale, Halbfinale und Finale füllen könnte, wenn er immer weiter gewählt werden würde. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er noch ganz viel anderes Zeug macht und ich hier jetzt schon wieder total wild, völlig falsch spekuliere. Kann sein. Das ist nur gerade so mein Gedankengang. Das geht mir gerade durch den Kopf, wenn ich jetzt so in die Zukunft denke. Aber sobald es wieder einen Auftritt von ihm in der nächsten Runde gibt, reagiere ich natürlich für euch, mit euch zusammen darauf. Und alles, was ich jetzt noch sagen kann, ist, vergesst diesen Kanal bitte nicht zu abonnieren, wenn ihr die weiteren Teile nicht verpassen wollt. Und auch an meinen anderen Videos rund um das Thema Zauberei. Lasst uns meinen Kanal zum größten Zauber-Channel aller Zeiten machen. Oder zumindest 300.000 Abos, dass ich euch endlich wieder Kartendecks verlosen kann. Bis dann, euer Matti und ciao.